lustig. Ehrlich gesagt finde ich es gerade total lustig. Geil. So, okay. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Unboxing der Dekusterbox. Hier ist das gute Stück, es hat uns erreicht. Mein Lissandro ist wieder dabei im Video, weil er ja die Sachen wieder testen möchte. Wir wissen beide nicht, was darin enthalten ist. Deshalb heute mal ein Unboxing. Wir sind aber schon ganz gespannt, was darin enthalten ist. Und hier ist wieder unser Aufkleber, da steht wieder drauf. Gebrauchsanweisung, erster Schritt aufmachen, zweitens freuen, drittens genießen und heilen. Ja, da sind wir ja beide mal gespannt. So, hier kommen uns wieder Luftpolster entgegen, also so sieht es aus, wenn wir sie aufmachen. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt. Also hier haben wir wieder die Produktkarte. Da sind jetzt zwei Rezepte, und zwar zum einen Gemüsetortillas mit Garnelen, Champignons und Basilikum-Mango-Dip. Oh, das hört sich sehr, sehr lecker an. Also das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann noch ein Champignon-Flammkuchen. Und hier haben wir dann die Produkte, aber da schauen wir ja jetzt erstmal noch nicht drauf, weil wir wollen uns ja überraschen lassen. So, als allererstes springt mir jetzt schon mal diese Packung hier entgegen. Und zwar sieht es aus wie Chips 3D Nacho Cheese. Okay, magst du die mal probieren? Ah, unser Alessandro ist doch der Chips-Experte. Falls ihr das letzte Degusta-Box-Video geschaut habt, wisst ihr das auch. Oh, das riecht schon mal. Mhm. Okay, mal gucken, ob sie dir schmecken. Die sehen schon mal lustig aus, finde ich. Warte, ja, probier mal. Okay, ich guck mal, was die kosten würde. 1,79. Die sind richtig lecker, so wie letztes Mal. Ja? Yeah? Okay, also wir sagen, wo schmecken sie schon mal. Wir tun sie mal hier hin. Richtig lecker, hat er gesagt. So, als nächstes, möchtest du reingreifen oder soll ich reingreifen? Ich? Okay, also, da kommt mir jetzt ein Produkt entgegen. Sojola steht hier. Die bewusste Alternative aufs Brot zum Backen und Braten. Also gut, naja, aufs Brot kommt mir jetzt sowas leider nicht. Das mögen wir nicht so arg und zum Braten auch nicht. Aber zum Backen hört sich das schon mal sehr gut an. Jo, werden wir mal austesten. Das ist laktosefrei und ja, hört sich sehr gut an. Was kostet dieses Produkt? 1,49. Mhm. Okay, wir tun es mal hier hin, damit ihr das auch noch seht. Dann als nächstes haben wir eine Dose. Oh nein! Bonduelle Champignons. Oh nee, also das ist ja jetzt so ein Produkt, das würde ich mir so nie kaufen. Wenn, dann mag ich frische Champignons und ja, keine Ahnung. Also, naja gut, das kann man ja auch einer Freundin geben zum Beispiel. Also wir werden das so nicht essen. Aber okay, ist ja jetzt nicht so dramatisch. Was würde das kosten? 1,99 €. Mhm, okay, ach so, deshalb dieses Rezept hier. Okay, mit diesem Champignon-Flammkuchen. Aber da ist es doch viel leckerer. Hast du es gesehen, Schatz? Dieser Flammkuchen, das sieht aus wie eine Pizza, nur dass der Teig viel dünner ist. Das ist ein Flammkuchen. Aber ja, ich finde auch so ein Flammkuchen gehören noch frische Champignons. Mensch, was ist denn da los? So, als nächstes haben wir dieses Produkt hier. Indie Coco. Mhm. Ah ja, okay, cool. Kokosnusswasser. Steht hier 2,19 € Bio-Kokoswasser. Mhm. Okay, das kaufe ich ja relativ oft bei DM von, welcher Marke ist denn das? Ach du meine Güte, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich habe noch einen im Kühlschrank. Ja, möchtest du probieren? Ich glaube eher nicht. Nein, dem Sandro schmeckt sowas nicht, aber ich trinke sowas sehr, sehr gerne. So, was haben wir denn als nächstes jetzt? Hier haben wir einen Riegel, MyLine. Von dieser Firma hatten wir das letzte Mal schon mal einen Riegel, meine ich, auch drinnen. Ne? Der hat dir aber nicht geschmeckt. Der war irgendwie mit Aprikose oder so. Weißt du das noch? Ja. Weißt du nicht mehr? Ja, ne? Da hast du so reingebissen und hast... nee, das hat dir nicht geschmeckt. Also der würde jetzt 1,69 € kosten. Ich finde sowas eigentlich immer ganz nett, wenn man sich das so in die Handtasche steckt, wenn man mal irgendwo wartet oder so, hat man was Süßes dabei. Finde ich jetzt, ja, okay. Und hier ist der mit Karamell, also Vanille-Karamell. Ich habe einen Sohn, der liebt Karamell, der liebt zum Beispiel auch Toffifee. Also der kann da eine ganze Packung von essen, dem wird der Riegel sicher schmecken. So, was haben wir denn als nächstes hier enthalten? Ein, ja, wie heißt es? Kukimi. Kukimi. Danke, Lissandro. Knabbermix, Kirsche und Physalis, Energie für zwischendurch. Ah ja, okay, cool. Was kostet dieses Produkt hier? Ah, 1,69 €. Danke, Lissandro. Gut, dass ich dich dabei habe in meinem Video. Du bist wirklich eine Hilfe. Ja, weiß ich nicht. Das ist so ein kleiner Snack für zwischendurch. Ah, jetzt weiß ich nicht, ob dir das schmecken würde, mein Schatz. Warte mal, wir gucken mal. Also, hier sind so Sonnenblumenkerne
Und noch so kleine Sachen, also ja, das sieht jetzt, könnt ihr das sehen, nicht so wirklich appetitlich aus, ne? Also ich glaube, dem Lissandro, nein, möchtest du nicht probieren, ne? Okay, gut, dann tun wir das hier auf Seite, ist ja nicht schlimm, dann probiert es die Mama. Aber die Verpackung und die Aufmachung ist schon mal total süß gemacht, finde ich. Okay, dann, ja, das ist außerdem noch ein Bioprodukt und ja, es ist halt ein Snack für zwischendurch, steht hier. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch enthalten haben. Ui, hier kommt mir eine Flasche entgegen. Was ist das denn? Omis Apfelstrudel. Mhm. Was ist das denn? Apfelstrudelsaft. Das hört sich nicht gut an. Nee, das hört sich nicht gut an. Das Original. Apfelstrudel, das isst man doch. Wollen wir es mal probieren? Wollen wir ein Glas holen oder willst du an der Flasche probieren? An der Flasche. Okay, warte. Was ist das? Vegan. Vegan. Okay, warte. Mh, riechen tut's gut. Da ist Zimt drin, aber das ist doch eher ein weihnachtliches, ja, Getränk, oder? Magst du probieren? Also, hau rein, Schatz. 1,49 würde das kosten. Ja, genau, ist ein veganer, naturtrüber Apfelsaft. Und? Lecker? Mama muss auch mal probieren. Ich trinke mal in der Flasche, entschuldigt bitte. Mm. Boah, das ist babsüß. Aber gut. Babsüß, aber lecker. Oh mein Gott, Apfelstrudelsaft. Eieiei, Hilfe. Okay, cool. Schmeckt irgendwie nicht nach Apfel. Schmeckt nicht so nach Apfel. Ist aber ganz süß, ne? Okay, dann was haben wir denn als nächstes hier enthalten? Ah, hier haben wir. Oh, hier haben wir was ganz Edles. Schau mal. Ingwer-Senf steht hier, Weber. Ja, Weber kenne ich eigentlich nur Weber-Grill. Wir haben ja auch einen Weber-Grill, ne, Lassie? Aber ja, die Marke sagt mir jetzt gar nichts. Ich finde die Aufmachung sehr edel. Hier steht auch wieder Bio drauf. Ingwer-Senf. Naja, okay, cool. Also das sieht schon mal echt sehr hochwertig aus. Und ja, da freue ich mich drauf, das zu probieren. Ingwer-Senf, das ist ja Wahnsinn. Kenne ich gar nicht. Also könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr sowas schon mal probiert habt. Ich bin ganz gespannt drauf. Was würde dieses Produkt kosten, Lassie? Wo haben wir es denn? Siehst du es irgendwo? Ah ja, okay, da unten rechts. 4,50 Euro. Okay, das ist ein stolzer Preis. So, was haben wir denn als nächstes hier? Ah ja, ja, es hört ja gar nichts mehr auf. Ein Tee von Mesmer. Brennnessel grüner Tee Detox. Sehr cool, weil wir zwei, wir sind ja so die Teetrinker hier im Haus, das habe ich euch schon mal erzählt. Allerdings steht der Lissandro eher so auf Früchtetees, also so Sweet Kiss oder heiße Liebe, liebt der Lissandro, gell Schatz? Ne? Oder so weihnachtliche Tees, da haben wir auch ganz tolle gehabt, aber ja, wollen wir den mal probieren? Wollen wir mal heißes Wasser rauslassen? Wollen wir? Und dann sagen, wie er schmeckt? Okay, wir lassen uns mal heißes Wasser raus und sagen mal bis gleich. So, wir haben uns jetzt einen Tee gemacht, der ist allerdings noch ein bisschen warm. Deshalb zeige ich euch mein letztes Produkt. Es ist dieses hier und zwar von Bad Reichenhaller, ein Bärlauchsalz. Total super, ich freue mich riesig, dass ich dieses Produkt jetzt enthalten habe, denn ich kaufe immer ja, mein Jodsalz eben von Bad Reichenhaller und hier steht jetzt noch drauf, ohne Geschmacksverstärker, glutenfrei und ja, finde ich total super, dass ich das jetzt habe. Das würde regulär kosten 1,55 Euro und ansonsten habe ich jetzt hier noch ein paar Flyer und die Box wäre dann leer. Also ich finde, wir haben schon einige Produkte, ne Lissandro? Das waren jetzt schon viele, ne? So, jetzt kommen wir mal zu den Flyern. Und zwar haben wir jetzt hier ein Gewinnspiel. Das kannst du dir mal anschauen. Ich glaube, das ist für Kinder. Feuerfeste Freunde. Der kleine Drache Kokosnuss. Okay, cool. Dann haben wir, ja genau, von diesem Cookie Me noch einen Flyer. Das schaue ich mir dann an. Hier steht ein Rabattcode. Okay, super. Dann haben wir von diesem Kokoswasser noch einen Flyer. Hier steht drauf, Spitzensportler trinken es, weil es isotonisch wirkt. Filmstars trinken es, weil es schön hält. Und Musiker trinken es gegen den Hangover. Ja, okay. Und Mütter trinken es. Ja, keine Ahnung warum. Also ich habe das jetzt hier, ich habe es mal aus dem Kühlschrank geholt. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich kaufe mir das immer von Alnatura. Hatte ich euch ja vorhin davon erzählt. Und dann haben wir eben noch von MyLine hier einen Flyer. Den schaue ich mir dann auch noch an. So, okay, cool. Jetzt probieren wir mal den Tee, oder Lassie? Was meinst du? Meinst du, der ist schon okay? Wir testen mal. Also ich kann meinen schon trinken. Ich mag das ja eh, wenn es heiß ist. Und du auch? Und wie findest du ihn? Sehr lecker. Das schmeckt halt nach... Nach? Keine Ahnung. So Kräuter. Ja. Ja. Magst du das? Ja.
Ja. Okay, cool. Also wir sind soweit zufrieden mit unserer Box. Das ist natürlich keine Kinderbox, das wisst ihr ja. Das ist eine ganz normale Lebensmittelbox. Aber ich habe halt meinen Lissandro immer dabei, weil er halt die Sachen testen möchte. Und ja, wir sind halt eine Familie und da will ich natürlich gucken, wie es für uns passt. Ich bin sehr zufrieden. Das einzige Produkt, ja, mit dem ich so ein bisschen enttäuscht bin, von dem ich enttäuscht bin sozusagen, wäre dieses hier mit diesen Champignons. Aber ich werde die Rezepte auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde euch da ein Bild auf Instagram posten. Mal schauen, wie das uns schmeckt. Also da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten war es das jetzt soweit von unserem Video. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal so langsam, damit es nicht zu lange wird, weil ja, hier geht jetzt auch schon langsam die Sonne unter. Ihr merkt schon, es wird dunkler. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so arg geblendet hat mit meiner Brille. Aber wir haben das Beste draus gemacht, ne, Lissandro? So, okay, meine Lieben. Also, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall alles, alles Gute. Egal, wann ihr das Video schaut, lasst uns auf jeden Fall Feedback da, wie euch unsere Box gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und in diesem Sinne... Bis bald. Tschüss. Also schmeckt gut.